Herzlich willkommen zu einem neuen Mustervideo. Heute schauen wir uns das Muster Bolly Point an und zwar in einer kleinen Variation. Weil ich finde es immer, wenn es ein bisschen eckiger ist und von der Struktur her ein bisschen mehr wie ein Netz aussieht, ein bisschen schöner, aber das ist Geschmackssache. Ja, und bei dieser Variation starten wir erstmal wie beim normalen Bolly Point, indem wir uns ein Raster anlegen. Und das Raster ist jetzt nicht, dass wir hier unsere Linien zeichnen, sondern es besteht aus Punkten. Und dafür setzen wir uns einmal in eine Reihe in einem gewissen Abstand unsere Punkte. Und auch hier ist es wieder so, dass wir natürlich nicht perfekt das Ganze im Abstand machen müssen und dass die alle genau gleich groß sein müssen, sondern wir zeichnen das wieder ganz entspannt aus der Hand. Und dann haben wir in der nächsten Reihe unser Raster versetzt zu der oberen. Das heißt, wir gehen immer hier ungefähr in die Mitte der oberen Reihe und zeichnen hier unsere Kreise. Ja, und so gehen wir jetzt hier über unsere Kachel oder unser Papier und zeichnen hier immer versetzt unsere Punkte oder unsere Kreise. Und die kannst du natürlich nachher noch ausmalen, kannst sie auch wie so eine kleine Perle gestalten, dass sie hier oben so einen kleinen Lichtpunkt hat und dann unten schwarz ist. Das kannst du nachher füllen, wie immer du möchtest. Und jetzt funktioniert Bolly Point so, dass wir hier auf jede rechte Seite so einen Halbkreis machen. Ja, also wir geben sozusagen dem Kreis hier so eine Aura, aber nur eine halbe. Und das machen wir hier in allen Reihen. Zeichne das natürlich entspannt in deinem Tempo. Und wenn wir das haben, dann zeichnen wir auch auf der anderen Seite noch hier unsere Klammern sozusagen oder unsere halben Auren, aber wir schließen sie nicht mit der gegenüberliegenden, ja, sondern wir zeichnen das wirklich wie so eine Klammer, die hier so unsere Kugel einrahmt. An jedem unserer kleinen Perlen oder Kugeln oder Orbs, wie wir in der Santenge-Methode sagen, weil wir eben keine kreisrunden Kugeln zeichnen, sondern das Ganze freihand. Und da sie nicht immer rund sein müssen, benennen wir sie dann als sogenannte Orbs. Und jetzt ist es bei dieser Variation ganz einfach, indem wir nämlich uns hier diesen unteren Punkt nehmen von unserer Klammer und sie hier mit dem nächsten Punkt, mit der nächsten Klammer schräg unten drunter verbinden. Ja, und das machen wir immer hier wie so ein Dach, rechts und links. Und nehmen eben immer die passende Klammer. Das heißt, hier links die Klammer an die untere, hier rechts die Klammer an die untere. Dass wir sozusagen immer im Wechsel haben, von der oberen Reihe die linke, von der unteren Reihe die rechte. Ja, weil wir ja immer versetzt zeichnen. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Hier verschwinden wir dann entsprechend. Oh, hier würde sogar noch eine hinpassen. Bisschen. Ja, und so machen wir einfach weiter. Das heißt, hier jetzt von unten rechts nach oben links.
Und dadurch entsteht hier so ein wunderschönes geflochtenes Netz. Verschwindet das Ganze. Und wenn du dich immer im Prinzip hier an dem unteren Bereich der Klammer orientierst, dann brauchst du immer nur unten links, oben rechts, oben rechts, unten links. Ja, weil wir immer hier versetzt vorgehen. So bekommen wir hier unser Body Point. Und hier oben kannst du das eben noch verschwinden lassen, hinter deiner Kachel, wenn du möchtest. Und kannst dann, wie gesagt, auch hier die ganzen Kugeln noch entsprechend ausmalen. Und so hast du nämlich hier auch ein wunderschönes Hintergrundmuster, ja, weil sich das sehr schön eignet, um ein Hauptmuster hier oben drauf zu setzen und das Ganze dann nachher dahinter zu zeichnen, weil es sehr filigran ist. Es nimmt nicht so sehr den Fokus von unserem Hauptmuster. Ja, und wie gesagt, hier die Perlen kannst du alle noch einzeln einmalen, auch gerne farbig, wie auch immer es dir gut gefällt. Und das Muster ist von Hilde van, ne, van Ginhofen. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren mit Body Point. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen weitergeholfen und ich bin schon sehr gespannt, was du mit Body Point zeichnest. Und teile gerne deine schönen Kacheln mit mir, entweder auf Instagram oder du kannst mir deine Bilder auch sehr gerne per E-Mail schicken. Ich freue mich immer zu sehen, was du alles Schönes mit den Mustern, die ich dir hier vorstelle, zauberst. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder mit einem neuen Muster. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Tangeln und eine fokussierte, bewusste und entspannte Zeit.